So, hallo und herzlich willkommen. Wir machen endlich mal die Studiotür, die schon länger angekündigt wurde. Und daher. Zeige ich mal, wo und wie Militär und Geschichte gemacht wird. Im Hintergrund haben wir ein paar zur Planung, ein paar Tafeln, die ich allerdings nicht zuverlässig genug nutze. Ein Kater, der im Weg herumläuft. Hier ist der erste Willi Stöver, ein Bild von der Skagerrak-Schlacht. Das ist der letzte Mann. Das berühmteste Propagandabild aus dem Ersten Weltkrieg, das habe ich zum ersten Mal so mit 16 gesehen und seither fand ich das unfassbar eindrucksvoll. Und da, als ich die Möglichkeit hatte, es zu bekommen, habe ich es mir besorgt. Hier hängen ein paar Kleidungsstücke, die benötigt werden, weil ich außer zum Dreh im Muskelshirt herumsitze, weil es einfach zu heiß ist und ich auf die Art und Weise Klimaanlagekosten sparen kann und natürlich auch ein bisschen die Umwelt schütze, wenn ich weniger weit runterkühlen muss. Man sieht die Scheinwerfer. Hier ist der erste Monitor, aber dazu können wir gleich noch kommen. Können wir hier mal weiterschauen. Patrick Henry Zitat. Ich verehre die Weltanschauung und die Art und Weise, wie Patrick Henry verbal, also mit seiner Rhetorik für die Freiheit gestritten hat. Dementsprechend habe ich auch mein Boot Patrick Henry genannt, eben nach ihm, weil von ihm ja auch das Berühmte ist, gebt mir Freiheit oder den Tod. Und das ist einfach was mich sehr beeindruckt hat und was für mich ebenfalls ein wichtiger Punkt ist. Hier haben wir den nächsten Willi Stöver, ein Pre-Dreadnought-Schlachtschiff, das hier, also Willi Stöver, einer der berühmten deutschen Marinemaler, Bücher, Drucker, sonstiges, nichts Besonderes hier. Und hier haben wir dann den zweiten Aufnahmeplatz, zwei Scheinwerfer. Hier wäre ein Greenscreen, wenn ich ihn irgendwann mal benutze. Hier habe ich eine Sled Wall, da kann ich dann entsprechende Ebenen reintun, um Dinge aufzuhängen, je nachdem, was ich zeigen will. Also ich zeigen will, das ist die alte Pickelhaube, die noch hier ist. Wieder ein paar Bücher. Hier ist ein kleiner Computer mit Kamera, mit Teleprompter, wenn ich ihn benutzen will. Hier übrigens eine Sache, die man immer wieder sieht in dem Haus und die immer wieder notwendig ist, das ist ein UPS, damit bei Stromschwankungen der Strom nicht ausfällt. Ein Laufband, was ich viel zu wenig benutze, endlich mal benutzen muss, damit ich eben mit langsamer Geschwindigkeit gehen kann, während ich arbeite. Das ist zumindest eine Idee, weil ich viel zu viel sitze. Ich sitze von morgens bis abends vorm Rechner, Mikrofon und hier so ein kleiner Minicomputer, der dafür völlig reicht, wenn es um die Aufnahme geht, wenn es nur um die Aufnahme geht, um sonst nichts. Dann hier ist der Arbeitsplatz meiner Assistenten. Das heißt, wir haben den Katzenbaum und die zwei Stühle und einer der Assistenten war gerade hier. Und hier sieht man im Hintergrund der dritte Willi Stöver, den werde ich noch aufhängen. Das wird nicht der dauerhafte Platz sein. Allerdings will ich das Studio wieder umgestalten. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie es jetzt ist. Und dann mache ich jetzt natürlich keine Löcher in die Wand, um das Bild aufzuhängen, wenn es dann eventuell anders aufgehängt werden soll. Hier eben weitere Bücher, die neue Pickelhaube in besserer Qualität. Das kennt man alles mehr oder weniger. Hier halt ein paar Holi-Sachen, die ja Sponsor sind. Da unten habe ich einen Kühlschrank, damit ich immer schön kaltes Wasser habe, um trinken zu können. Hier ein weiteres Bild, was mich sehr beeindruckt hat. Das ist der Tankman. Man kann ihn hier sehen. Das heißt, das war ein Mann, der sich vor die Panzer gestellt hat bei dem Massaker im Himmlischen Frieden. Und das wirklich Beeindruckende ist, der hat sich nicht nur davor gestellt, sondern der hat es getan, nachdem das Massaker stattgefunden hat. Das heißt, die Chinesen hatten zu dem Zeitpunkt bereits über 1000 Menschen abgeschlachtet und er hat sich dennoch vor die Panzer gestellt, was auch wieder eine Charakterstärke zeigt, die bewundernswert ist und für mich also symbolisch ist, dass ich mir das anschaue. Und hier kann man dann sehen, die entsprechenden Programme, die offen sind, wenn ich den Livestream habe, habe ich hier zwei ganz harmlose Breitbildschirme, die ich allerdings vertikal gestellt habe, weil ich auf die Art und Weise den Chat sehen kann. Und die Interaktion mit den Zuschauern habe ich hier beides, hier den Hauptbildschirm, auf dem läuft während der Streams, habe ich den Skript bzw. meine Stichpunkte und die Überwachung vom Programm. Oben
Das ist dann das, was die Zuschauer normalerweise sehen. Man kann hier eingetragen sehen, wo der Bildschirm ist, wo meine Kamera normalerweise ist. Da habe ich mir dann so ein bisschen Kleber drauf geklebt, damit ich nicht mehr den Fehler mache, am Bildschirm etwas zeigen zu wollen, was danach verschwindet. Das ist es so aktuell. Hier noch ein kleiner Stream Deck, um die Tasten zu bedienen, um die Befehle zu machen. Und das ist der jetzige Stand. Auch hier wieder Teleprompter und da ist die Kamera drin. Hier, das ist der jetzige Stand. Ich will es eigentlich umändern, denn ich habe in letzter Zeit mehr getwitcht und da brauche ich einen größeren Platz für die Maus. Da brauche ich mehr Platz. Dann ist es so, dass ich mit der Tischhöhe nicht mehr ganz zufrieden bin. Ich habe mir eine höhere Feder oder was auch immer hier für den Stuhl besorgt, um höher sitzen zu können, womit ich in der richtigen Perspektive für die Kamera bin. Aber das bedeutet, dass die Tastatur zum Schreiben etwas zu niedrig ist. Das heißt, eigentlich brauche ich einen höheren Schreibtisch und eigentlich brauche ich einen breiteren Schreibtisch, damit ich mehr Platz drauf habe. Und dann würde ich gerne noch andere Kamerawinkel nutzen. Einerseits, was die Katzen angeht, die ja Katzenkameras haben, die bei zumindest den meisten Zuschauern gemocht werden. Und andererseits wäre es natürlich schön, zum Beispiel hier oben an der Decke eine Kamera anzubringen, die so nach unten schaut oder so, damit man ein bisschen Bewegung hineinbringen kann. Und an sich wäre es richtig schick, wenn ich an der Stelle nicht nur sitzen könnte, sondern das Ganze so konstituiert wäre, dass ich auch aufstehen könnte und im Stehen reden könnte. Denn ich kann im Stehen, spreche ich energiegeladener, selbst wenn ich vom Teleprompter ablese. Das heißt, ich muss gucken, ob und wie ich es hier noch umgestalte. Das heißt, damit wird es nicht von Dauer bleiben. Und wenn es klappt, bekomme ich morgen Glasfaser. Das heißt, der Upstream sollte bei einigen 100 Megabit liegen. Aktuell liegt er bei 30. Das wird mir theoretisch ermöglichen, mit 4K zu streamen. Und das auch noch auf mehreren Plattformen. Und da habe ich mir auch schon vorbereitet. Wir haben hier eine Capture Card, ein größeres Steam Deck, damit ich mehr Funktionen habe, zwischen mehr Kameraperspektiven wechseln kann. Und ein neuer Computer ist da ebenfalls dafür, damit ich dann anschließend den Stream damit betreiben kann. Habe ich hier so einen kleinen, auch wieder so einen Mini-Computer, aber man sieht mit X Verbindungen, damit ich eben alles Mögliche dran befestigen kann, alle möglichen Bediengeräte damit befestigen kann. Denn die Idee ist es, dass ich die Computer trenne, wenn ich Grafikintensives mache, wenn ich twitche zum Beispiel, dass das auf einem anderen Computer ist als der streamt. Und gleichzeitig könnte ich auf dem Computer ausschließlich den Stream machen für Militär und Geschichte. Denn da habe ich keine grafisch anspruchsvollen Arbeiten und da muss nicht ein Gaming-Computer laufen. Das heißt, es würde auch wieder Strom sparen. Und das wäre dann die Idee dabei, dass ich den zweiten noch verbinde. Aber dazu ist jetzt kein Platz. Dazu müssten neue Kabel angebracht werden und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird sich noch einiges ändern. Vielleicht noch mal ein paar lustige andere Geschichten, die man sehen kann. Was bedeutet, ein Streamer zu sein? Wir haben hier jetzt zum Beispiel einen Monitor. Der ist eigentlich mehr so Reserve, denn der war sehr günstig. Und dann habe ich ihn mal gekauft, damit ich einen zur Verfügung habe, weil ich auch einen zweiten brauchen werde für den weiteren Rechner. Hier für Aufnahmen schon mal so ein Fotozelt. Und die Absurdität als Streamer davon zu leben, als YouTuber, dass man permanenten Nachschub braucht, kann man dann hier sehen. Hier haben wir lauter Kabel drin, in den verschiedensten Größen, in den verschiedensten Ansammlungen. Und hier ist sogar noch wilder. X-Tastaturen, weil ich Tastaturen in einem bestimmten Stil mag. Ich habe mich an Laptop-Tastaturen gewöhnt, also herumprobiert. Und das ist natürlich deutsches Format. Das heißt, mit Umlauten, mit größer, kleiner Zeichen, und das bekommt man hier schlicht nicht. Also habe ich, 4 deutsche Tastaturen drin liegen, sicherlich 3 oder 4 Mäuse, entsprechend Vielfalt. Mir kann, abgesehen von einem Ersatzrechner, den habe ich nicht herumstehen, aber ich glaube, Peripheriegeräte könnte alles komplett einmal kaputt gehen und ich würde nach 15 Minuten wieder live sein. Das ist halt das, wenn man davon abhängig ist, muss man sich eine gewisse Redundanz beschaffen, um auf diese Art und Weise dann eben weitermachen zu können. Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt das Studio. Bücher, wie man sieht, haben sich inzwischen ganz gut gefüllt. Wir haben an allen Ecken und Enden schon Bücher. Ich werde, wenn es so weitergeht, in einem halben Jahr ein neues Bücherregal besorgen müssen. Aber ansonsten, ja, war das so mehr oder weniger die Übersicht. Wir sehen auch hier zum Beispiel, die Klimaanlage läuft und dann läuft trotzdem immer der Ventilator drüber. Denn das erreicht dann auch wieder, dass die kalte Luft auf mich heruntergedrückt wird und ich damit nicht so weit runterkühlen muss, weil es natürlich
Strom ist auch hier nicht billig und es schadet auch nicht, wenn man damit ein bisschen umweltfreundlicher umgeht. Einerseits finanzieller Vorteil und andererseits natürlich die Umwelt zu schützen, indem ich nicht auf 18 Grad herunterkühle oder sowas, sondern nur auf 25 und die kalte Luft dann mit dem Ventilator auf mich blase, ist dann deutlich angenehmer. Aber das war's so. Vielleicht noch ein kleines Detail. Natürlich in einem Haushalt wie diesem gibt es eine Katzenklappe an der Tür, damit die Damen und Herren des Hauses entscheiden können, wann sie sich zu mir gesellen. Aber ja, das war's hier soweit. Ich glaube, wir haben alles durch. Wie gesagt, theoretisch habe ich hier noch einen weiteren Arbeitsplatz. Da nehme ich die für den Vlog normalerweise die Videos auf, wie auch die für Hoplo-File. Prinzipiell war geplant, hier einen weiteren Arbeitsplatz zu haben. Ich muss mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Aber man sieht, das Ganze ist inzwischen doch mit erheblichem Aufwand verbunden, um zu versuchen, die Qualität weiter zu erhöhen. Und darum bemühe ich mich natürlich auch, dass es künftig besser wird. Wie gesagt, jetzt in naher Zukunft hoffentlich Streams mit 4K, also dann wirklich im 21. Jahrhundert oder sagen wir mal im Jahr 2024 angekommen, auch was die visuelle Qualität angeht. Aber ja, das war's soweit. Mal der Einblick, weil da doch einige gefragt hatten und wir schon länger darüber gesprochen hatten. Wenn ich das Studio umgestalte, werde ich dazu dann ebenfalls Videos machen. Das könnte ja ein paar interessieren. Aber ansonsten war das soweit, das hier, was wir im Studio haben. Und da ist gleich einer der Kerle, der sich hier schön bequem gemacht hat und auf seinem Arbeitsplatz erschienen ist, obwohl gar nicht gearbeitet wird gerade. Ja, das war jetzt der Einblick, wie das hier im Studio ausschaut, wo Militär und Geschichte gemacht wird und auch die anderen YouTube-Kanäle. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Wenn Sie das T-Shirt hier wollen, dann finden Sie das im Merch-Shop. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Sollten Sie Interesse haben, Sie unterstützen natürlich den Kanal damit. Wenn Sie andere Sachen wissen wollen, sei es zum Leben in Panama, sei es dazu, YouTube zu machen oder ähnliche Dinge, gibt's ja mitunter, ist das etwas ungewöhnlich für die meisten Zuschauer, dann hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Das war's aber soweit von meiner Seite. Von daher danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.